Ja, Freunde, sind wir wieder zurück hier bei Dragon Ball Xenoverse 2. Wie ihr sehen könnt, mit weniger Leuten hier sind nur noch die Offline-Typis da. Ja, irgendwie Serverprobleme, keine Ahnung. Ja, ist eigentlich auch für uns egal. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Natürlich sind die Quest-Events und so weiter nicht da, war. Ja, super. Sind also da nicht verfügbar. Das ist natürlich interessant. Und offline zockst sind die dann nicht da. Nein, anders mal, war. Nicht so wichtig, die Kapsel Z. Ein Großteil, aber mal komplett, war. Komplett ist immer gut. Alter, ist das teuer. Da haben wir noch Sers, können wir behalten. Also belassen natürlich. Aura machen wir natürlich auch hier wieder. So eine kleine Preisfrage, wa? So, der ist momentan nicht so wichtig. Wie sieht's hier aus? Gibt's irgendwie etwas? Willkommen zu einem Ende. Klingt nicht gerade so, Körper, täusch mich nicht. Und sieht Gesundheit. Nee. Ich muss Guru beschützen. Auch schon mal. Verstärkte Explosionsangriff. EXL. Der wäre eigentlich geil, wa? Im Festland in Kraft. Tu es. Maximale Ausdauer. Aha. Gib ja mal 100. Ich bin da, um dich zu töten. Was meint der hier mit benötigtes Ki? Weil wir haben hier natürlich auch noch, naja. Attribute boosten und so weiter, muss hier Ki 100 sein. Ach du Scheinkleister. Der geht natürlich schon auf 100 hoch, da weiß ich ja, aber trotzdem. Beim seltsamen hier Schlag mache ich gar nichts, aber trotzdem. Ich weiß, aus dem blauen Diagramm rennt nicht ganz schlau, also aus dem blauen Teil da. Ich mache Schlage gar nichts, ist eigentlich null. Trotzdem sieht es so aus, als hätte er da voll was drauf geboostet. Voll schräg irgendwie, wa? Also, was machen wir jetzt hier? Ich bin eigentlich überall relativ gut dabei. Ich mache sie mal 44. Da gehe ich mal auf die 40 voll. 40 voll. Dann ein bisschen voller. So. Ist doch auch schön, wa? Also hätten wir gemacht, dann direkt mal die Dings Dings. Ich glaube jetzt eigentlich noch nur eine. Also eine Schlacht 3, jetzt müssen wir nachher halt aufpassen. Aber wir kommen direkt mal. Ne, komm, lass mal noch. Erstmal brauchen, dann können wir weiter gucken. Welcome, friend. Der Fähigkeiten-Shop. Was hast du schönes für uns? Zerstörungsstrahl. Ja. Giga-Schub. Super Nachbild. 20-fache Kaioken Kamehameha. Kann ich gerne mal versuchen. 10, alter Falter. Ja, komm, machen wir mal, wa? So, ja, natürlich jetzt doof, dass der Versuch, dass trotzdem gleich viel ist, wa? Von Keykosten her. Ja, jetzt ein bisschen doof, dass auf der Offline zocke, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen oben herumfliegen, wegen der Nimbus-Wolke, die ich letzten paar noch erwähnt hatte, der eine Typi hatte, die kann man da oben bekommen. Weil irgendwie so ein Side-Patroller und nicht der Brennan, was ich denn überhaupt jetzt? Müssen ein anderer sein. Irgendeiner, vielleicht sogar der, Saimo, irgendeiner fliegt hier oben herum und ergibt uns die Nimbus-Wolke. Ich weiß im besten Willen nicht mehr, wo der war. Nein, Saimo war es ja nicht. Naja, ist eigentlich auch egal, war. Jedenfalls, wenn man das wisst, hier oben fliegt dann herum, da gibt uns die Nimbus-Wolke. Muss ich bloß mal noch finden, aber da hat den Namen irgendwie. Na, ist ja egal. Spielt keine Rolle, du. Kostümshop! Mal gucken, hat er was Neues für uns? Könnte es sein oder nicht, du. Ich würde sagen, wie geht er? Natürlich auch episch.
Hier kann man zu Kulos Truppe. Nur was ganz anderes bekommen vorhin. Oh Mann, ey. Die 17 Klamotten sehen eigentlich auch noch cool aus bei mir. Mit Rock, zum Glück nicht. Mit der Satanskleidung. Oh nee. Dr. Gero, was zum Henker? Trunks CC! Und Trunks der Zukunft. So ein Gokus Jacke. Die Schuluniform, okay. Haben wir auch schon. Manchmal sind noch viel, wa? Paikuans Kleidung. Alter, die Preise. Die Preise, was für eine Scheiße, du. Kannst du trotzdem mal testen mit Schwangskleidung, wa? Mach generell, das ist nicht mein Style. Nur optisch, wa? Wäre das was für uns? Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Capsule Corporation. Also ab und zu halt doch wieder etwas Neues, wäre schon geil. Ja, kommen noch genug TP-Punkte, können wir jetzt ruhig mal ein bisschen testen. So, wo ist das nächste? Trunks? Wo ist Trunks Hose? Hallo, ich suche Trunks Hose. Ach so, da hat Trunks gar nichts, wa? Könnte sogar sein. Aber Schuhe hat er, hä? Trunks hat doch Schuhe. Trunks sieht's aus. Trägst du Schuhe? Natürlich trägt er Schuhe. Sehr gut. So, wir haben den Kuckuckknall noch ausgerüstet. Daher ist es gar kein Problem für uns. Was wollt ihr eigentlich in der heutigen Folge noch alles machen, wa? Was? Nee. Alter! Wie scheiße sieht denn der aus? Elite Anzug, Capsule Corporation. Da sieht der noch besser aus. So, da gibt es ja gar nichts Trunks-mäßiges als. Ich würde sagen, hier gibt es natürlich was. Hä? Ganz leicht crazy. Hier gibt es nichts. So, und die Füße natürlich noch. Trunks-Schuhe. Wo sind Trunks-Schuhe? Hier sind Trunks-Schuhe. Umfärmen geht nicht. Ja. Ja, wir können es mal testen. Mal ein bisschen versuchen hier. Solo Trunks ist unterwegs. Ja, Mann. Sisito. Die schon wieder. So. Der meint nichts Besonderes. Okay, wollte ich jetzt noch was Neues in Vegeta haben? Ich glaube schon, wa? Ne, aber genau müssen wir eigentlich schon wieder rangehen. Da vorne hatten wir auch schon den Rukai-Yoshin, ja, da war schon wieder zu viel Zeit vertrödelt. Erstmal noch ganz kurz nochmal Namek und dann ein bisschen Story. Ich glaube, das könnte klappen. Neil, what's going on here? Pflanzen wir noch. Ja. Dann haben wir 5. Hä, bin ich im Gleichwert oder was? Von Nummerierung her, aber das Gefühl, ich komme kaum vorwärts. Crazy irgendwie. Naja, was soll's. Dann gehe ich mal. So kommen alle auf mich zu. Da habe ich nicht genommen. Geil. Ja, zum Glück sind sie schon mal da. Raditz, geh's mal auf den Sack. Raditz, geh's mal auf den Sack.
Au! Hier kam nur so ein unsympath... ich seh nix. Ich seh nix. Ja, Mann, hier kommt Future Michael! Toll. Hol gerade irgendwie anders aus. Was zum... Achso, ich bin schon oben. Das war fies, Raditz. Das war jetzt mal richtig, richtig fies. So, ich war es auch nicht mehr nötig, aber gehen wir einfach auf den Sack. So. Das war bereits gut. Dann. Ah. You're finished! Du-du, du-du. Da sind wir ja auch schon. Yo! I'm finished too. Soon. I'm finished soon tun. Das, ja. Egal. Ja, komm schon, der letzte. Ich renne, da ist vorne, ich sehe ihn. Oh yes. Die Erfahrungspunkte, ich will ein Level up. Oh Mann! Ja, es gibt aber verdammt viel. Sag du halt außerordentlich sicher. Was alles darf zum Oberhelzen? Nö. Ja, eigentlich sollte ich ja sogar zweimal hin zu ihm. Zumindest soweit ich mal gehört habe, dann ja, immer zweimal erhöht er etwas, nachher nicht mehr. So müssen wir Atem. Wir können ganz kurz gucken, wenn es gut ist, verschwinde ich wieder. Müssen wir Atem selbst gar kein Problem. Da gibt uns was einen Tschüss. Und tschüss. Nee. Great Salmon 3 hat Urlaub. So, ist mir echt zu doof. Okay. Habe ich soweit da unten alles gemacht? Ja, ich glaube. Ne. Ah, dann können wir ganz kurz zu Pool gehen. Da geht auch nicht. Dauert ja auch nicht lange. Trunks Outfit. Irgendwie steht mir blau überhaupt nicht. Da ist er ja, Mr. Boo, der Machin Boo. Ja, Mann! Du wirst sofort essen. Boo ist sonst kein Boo der Familie machen. Komm mal hier von Miley. Boo, Boo. Hui, ich heiße Ichigo, schön dich kennenzulernen. Was willst du spielen? Hat er den jetzt gerade ausgepupst? Juhu! Die Geburt des mächtigsten... Ja. Nö, das darf wohl nicht essen. Hi! Hi! Also Bu ist mein Vater, dann bist du meine Mutter. Nö, na gut, okay. Was, der kann auch fressen? Ja, und dann kann nachher auch groß und stark werden oder auch eine Tochter ausspucken. Keine Ahnung. Ja, Bu ist wohl Vater oben. Und oh je, oh je. Da. Kanten City.
Zurück zur Story, Freunde, wa? Denk's mal überfällig. So, zweitens bitte. Da sind wir auch schon und rein in die gute Stube. Wir haben noch knapp etwa maximal 10 Minuten. Reicht. Da wird ein Kapitel sicher. Was? Beide? Good job out there. Okay. Deswegen müssen wir auch mit Trunks noch quatschen? Hm. Wenn es sein muss. This is big. This is really, truly tremendous. Klingt nicht gut. Supreme Kai of Time. What's going on? What's the matter? Listen carefully. Toki Toki has laid the egg we've been waiting for. Geil? Wait. You're kidding. An egg? Yeah, an egg from Toki Toki. Glückwunsch. This is a cause for celebration. Supreme Kai of Time, is this the emergency you were talking about? Yeah, we have to throw a big party. Oh man. I see. I figured there was some big change in history. You just don't get it. You don't get it at all. Nö, überhaupt nicht. You know what this means? This is incredibly happy news for our world. For every world ever. Is that so? Oh, I guess I must have neglected to tell you about them. Toki Toki holds power over time, right? The eggs he lays contain all the time for a universe. Okay. Das heißt, er muss theoretisch 12 Eier legen für die 12 Universen oder was? When one of those magnificent eggs hatches, it marks the dawn of a whole new timeline. Och nö. Noch eine neue Timeline mit neuen Feinden, hast nicht gesehen, neuen Son Goku, der für dem Herzvirus stirbt, vielleicht auch nicht, neuer Cell wieder und Trunks über die Zeit reist. Oh Gott. Wow. That's one heck of an egg, isn't it? Jo. Das nennt man wohl das Gelbe vom Ei, wa? Anders, ein bisschen anders betrachtet zwar. So, we have a party to prepare. I'll cook up something wonderful. Toki Toki. Nein, koch bloß nicht. Nein, ich will, dass du kochst. Hold on a minute. Could we have the party later, maybe? Nein, Mann, ich will, dass du kochst. But I have a new apron and everything. And I'm sure it looks great on you. But I'm not that hungry and Jetzt muss genau Magenknurren kommen. Oh. Well, in that case. Na, ja, schade. Okay, I guess we'll wait until we can get everyone together. After all, that partner of yours isn't back yet anyway. Ja, gute Frage. Wo ist der alte Michael? Der ist seit Ewigkeiten irgendwie in der Miwa unterwegs, hinterher, aber bei Miwa haben wir auch schon wieder mal getroffen. Aber von ihm keine Spur. Ja. I hope everything's okay. You can always make a phone call every once in a while. Da muss eine geile Verbindung sein. Na, du die verschiedenen Zeiten und so weiter. Warte mal. Musik? Hallo, Musik! Ist jetzt echt weg? Oh oh. Right. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Omen. Ich hab's dir gesagt. Look, another change in history. Excellent work.
Bitte was? Broly und Janemba? Eine maskierte Saiyajin auch noch und... Auch nö, das Energiegefäß von... Was hat's denn jetzt schon davor? Warte mal. Bei Janemba und Broly ist ein bisschen anders. Da ist so ein Zeichen auf der Stirn. Ein Zeichen, was ich nur allzu gut kenne, Freunde. We've gathered quite a lot of energy. Turles, Slug and Cooler. They're all doing their parts. Ja, gute Frage, wo sind eigentlich Turles und Slug hin, weil wir haben die zwar mal besiegt, ja, wo sie das letzte große Power-Up hatten. Aber dass sie irgendwie tot wären, wurde uns gar nicht bestätigt, oder? Aber egal, Freunde, ich denke, das könnte unter Umständen ein bisschen länger dauern, vor allem da mit Broly und Janemba, die Erklärung dazu. Denn das Symbol auf ihrer Stirn, sag mal so, diejenigen, die sich auch mit Dragon Ball Heroes, was zwar nur in Japan irgendwie aktuell ist, aber trotzdem, die damit, damit noch ein bisschen beschäftigen, die kennen das Symbol ganz genau. Was die Symbol noch so mitzubringen wird, vor allem hier in Xenoverse 2, das will es mehr, hoffentlich in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen.